Kurzer Disclaimer, wenn ihr ein Kinderinfluencer seid und minderjährig, dann schaut dieses Video bitte nicht an oder nur mit euren Eltern zusammen. Influencer, wie negativ dieses Wort auch konnotiert ist, die meisten von uns würden trotzdem sagen, es ist ein Beruf. Einer, der zwar nicht den üblichen entspricht, aber oft mit einem sehr hohen Einkommen einhergeht. Und in einigen Fällen mit enormem psychischem Druck. Im ständigen Wettstreit mit Algorithmen, auf der Suche nach Aufmerksamkeit und permanent konfrontiert mit Hasskommentaren. Umso überraschender ist es, dass immer mehr Kinder und Teenager diesen Beruf ausüben. Und ich meine nicht zum Zeitvertreib oder aus Spaß, ich meine so richtig mit täglichen Postings, Werbekooperationen und hunderttausenden Abonnenten. Vor einigen Wochen habe ich ein Video zum Thema Familienblogger gemacht, welches ich immer noch dringend anzusehen empfehle. Heute soll es aber nicht um Mamis und Daddys gehen, die sich ihren Maledivenurlaub damit finanzieren, ihre Kinder in Schleimbadewannen zu stecken. Heute geht es um ältere Kinder und Jugendliche, die ihren Account selber führen oder mit der Hilfe ihrer Eltern. Sie selbst sind aber immer die Protagonisten. Für dieses Video habe ich mir einige erfolgreiche Influencer-Kinder aller Altersgruppen angeschaut. Einige, die mir bei der Recherche besonders ins Auge gestochen sind, werde ich euch jetzt vorstellen, damit diejenigen, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben, sich mal so ein grobes Bild machen können. Nur als Disclaimer, es gibt noch deutlich mehr, aber das hier waren die auffälligsten und ich konnte sie auch relativ schnell in zwei Kategorien aufteilen. Da wäre einmal die Kategorie Nummer 1, das Popular Girl. Kann sein, dass es auch Jungs gibt, ich habe aber eigentlich nur Mädchen gefunden. Es handelt sich um Teenager, die entweder den westlichen Beauty-Standards entsprechend richtig gut aussehen, immer die neueste Mode tragen oder richtig gut in einem Hobby sind. In den USA sind diese Kanäle noch wesentlich erfolgreicher, ich möchte euch hier aber mal ein paar deutschsprachige vorstellen. Mavi Noel, bürgerlich Mavi, geboren am 12.2007, 13 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. So, jetzt nur schnell abtrocknen und was Gemütliches anziehen. Hier habe ich noch ein selbstgemachtes Eis gefunden. Lecker. 733.000 YouTube-Abonnenten. Emilia Horn, geboren am 2006, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Psst, du hast keine Gesichtscreme? Dann nimm doch einfach Belu. Riechst gut und pflegt gut. 97.000 Instagram-Abonnenten. Ilias Welt, bürgerlich Ilia, geboren im August 2006, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Rechter Arm, linker Arm, überkreuzt und Arme hoch. 327.000 YouTube-Abonnenten. Marina und die Ponys, bürgerlich Marina, geboren am 9.01.2006, 15 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Hi Leute, heute zeige ich euch mal mein Haul. 140.000 YouTube-Abonnenten. Und Coco Basics, bürgerlich Coco, geboren am 1.2007, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 260.000 Instagram-Abonnenten. Coco wirkte erst zuletzt in einer sehr guten Doku auf Vox mit, von der ich euch auch noch einige Ausschnitte zeigen werde, deswegen ist sie vielleicht vermehrt sichtbar. So viel zum Popular Girl. Kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie. Die nenne ich sonstige skurriler Kinder-Content-Producer. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber Kinder und Teenager abseits dieser Popular Girls bedienen meistens sehr nischige und skurrile Kategorien. Oft sind es Videos, die einfach für Kinder ausgerichtet sind und auf den Erwachsenenbetrachter recht stupide und stumpf wirken. Johann Loop, bürgerlich Johann, geboren am 11.2010, 11 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 243.000 YouTube-Abonnenten. Macht unter anderem 24-Stunden-Challenges oder Pokémon-Pack-Boost, schon Glücksspiel? Milays Welt, bürgerlich Milay, geboren am 2009, 11 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 936.000 YouTube-Abonnenten. Macht unter anderem Vlogs, zum Beispiel aus dem Krankenhaus, aus dem Pool oder mit einem Schimpansen. Was? Abgesehen davon, dass die ersten Peter-Aktivisten vermutlich gerade Schnappatmung bekommen, kurzer Disclaimer, macht das bitte nicht nach. Affen sind sehr gefährliche Tiere. Und warum genau halten die Eltern so drauf, als der Affe dem Kind die Unterhose auszieht? Muss man nicht verstehen. Wir machen weiter. Da wäre noch Alles Ava, bürgerlich Ava, geboren am 6.2011. 10 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 855.000 YouTube-Abonnenten. Macht unter anderem Pool-Videos und Spielzeuggeschichten-Videos. Wie zum Beispiel
Hilfe, meine Babyborn hat Sonnenbrand. Du hast ja einen schrecklichen Sonnenbrand. Ja, Mami, mir tut die Haut auch ganz schrecklich weh. Und immer hast du dich eingekriegt, aber diesmal nicht. Und dann noch die Jüngste in der Runde, Clariel, bürgerlich Clara, geboren am 2011, 9 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Unserem Twin Telepathy Challenges oder 10 Arten Videos. Ich hab gewonnen! Praktischer Sidefact, ihre 4-jährige Schwester wird in diesen Videos gleich mitvermarktet. So, jetzt seht ihr schon, in welche Richtung es geht und dabei hat das Video noch gar nicht richtig angefangen. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, warum hat die das so komisch vorgelesen, das ist ein stilistisches Mittel, um zu zeigen, dass ich wirklich alles über diese Kinder weiß, obwohl ich sie nicht persönlich kenne. Wie sie bürgerlich heißen, wo sie wohnen, wie ihr Kinderzimmer aussieht, an welchem Tag sie Geburtstag haben und wie alt genau sie sind. Moment mal kurz, das sehe ich ja jetzt erst. In der zweiten Kategorie sind ja alle Influencer 11 Jahre oder jünger. Wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich so alt war, war ich mir der Konsequenzen und der Verantwortung meines Handelns bewusst? Ich glaube nicht. Aber die Jugend von heute, die sind ja viel früher, die sind ja viel schneller in ihrer Entwicklung. Aber Moment mal, habe ich nicht zuletzt gelesen, dass die meisten Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, ab 13 Jahren sind? Und das bringt mich zur ersten Frage in diesem Video. Wie alt muss bzw. darf ein Influencer eigentlich sein? Und weil ich hier eine fachlich fundierte Meinung haben wollte, habe ich einfach mal einen echten Rechtsanwalt angefragt, ob er mir eine Einschätzung liefern kann, wie alt man eigentlich für gewisse Plattformen sein muss und warum. Ja, die Social-Media-Plattformen haben allgemeine Geschäftsbedingungen. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, ab wann man einen Social-Media-Account dort jeweils eröffnen kann. Da gibt es zum Beispiel auch eine Altersgrenze ab 16 bei manchen Plattformen. Warum ist das so? Naja, die Datenschutzgrundverordnung, die gestattet den Plattformen eigentlich nur Daten von Personen ab 16 zu verarbeiten oder bei jüngeren Leuten die Einwilligung der Eltern einzuholen. Das machen die meisten Plattformen natürlich nicht, beziehungsweise die Einwilligung der Eltern, das ist denen viel zu lästig, deswegen sagen die, bei uns kann man erst ab 16 mitmachen oder bei uns kann man erst ab 13 mitmachen. Trotzdem machen viele Kinder bei WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. mit, obwohl da diese Altersbeschränkungen viel höher liegen. Naja, und was muss man dazu sagen? Wo kein Kläger, da kein Richter. Den Plattformen ist es mehr oder weniger egal. Sie schreiben es in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen rein, registriert sich trotzdem ein Kind, sagen die, ja, wir haben ja alles getan dafür, dass sich keine Kinder registrieren. Das heißt, wir sind datenschutzrechtlich ja wohl sauber. Wenn es ein Kind trotzdem macht, tja, können wir es ja nicht ändern. Ob die Plattformen dauerhaft damit durchkommen, bleibt abzuwarten. Aktuell scheint sich einfach kein Datenschutzbeauftragter ausreichend darum zu kümmern. Aber bei meinen Recherchen musste ich mit großer Überraschung feststellen, dass gerade die App TikTok, die ja oft genug in Verruf geraten ist, am konsequentesten ist, was ihre eigenen Regeln betrifft. US-Kinderstar Liliana Ketchman wurde, wie viele andere Kinder, trotz einem enormen Following nach einiger Zeit von TikTok gebannt, weil sie zu jung war. Und auch in Deutschland ist das sichtbar. Clariel, die ich eben vorgestellt habe, hatte zum Beispiel auch einige Zeit lang einen TikTok-Account. Dieser ist aber ebenfalls nicht mehr auffindbar. Bei Instagram, und diese Plattform ist auch ab 13, haben Kinder-Accounts oft in ihrer Bio stehen, Account von Mutter geführt. Vermutlich um genau solchen Bans entgegenzuwirken. Ob das am Ende wirklich stimmt, ist natürlich nicht nachprüfbar und spätestens, wenn die Kinder dann 13 sind, eh egal. Vom Kinderzimmer direkt auf Millionen Handys. Die Instanz der Elternkontrolle übersprungen. Und nochmal zum Thema Account von Mutter geführt oder nicht. Zu prüfen, wer einen Social-Media-Account führt, sollte in Deutschland eigentlich einwandfrei möglich sein. Und hierfür ein kurzer Exkurs. In Deutschland gibt es etwas, das nennt sich die Impressumspflicht. In einem Impressum muss angegeben sein, welche Person rechtlich für die Inhalte der Seite verantwortlich ist, eine Adresse und eine E-Mail-Adresse, unter der sie zu erreichen ist. Ja, die Impressumspflicht, die gilt praktisch für fast jede Internetseite. Selbst wenn sie noch keine Gewinne abwirft, wenn man nur vorhat, irgendwann darauf mal Werbung zu schalten und eine Gewinnerzielungsabsicht hat oder schon seine Meinung darauf äußert, muss man entsprechend dann auch ein Impressum angeben. Aber derjenige, der im Impressum steht, der muss voll geschäftsfähig sein, unbeschränkt geschäftsfähig. So steht es in § 18 Absatz 2 Nummer 3 des Medienstaatsvertrages. Nun ja, Kinder sind eben nicht unbeschränkt geschäftsfähig und dann muss ins Impressum eben die Adresse der Eltern oder andere, die die Verantwortung für die Seite und die Inhalte übernehmen wollen. Dreimal dürft ihr raten, was die meisten Kinder-Influencer auf Social Media nicht haben. Privatsphäre, das auch nicht. Ich meinte aber hier
ein Impressum. Auf Instagram fast nirgendwo. Auf YouTube ist es noch etwas mehr gang und gäbe. Hier haben einige Kinderinfluencer tatsächlich ein Impressum, was dann entweder unvollständig ist oder wo der Vater oder die Mutter als inhaltlich verantwortlich im Impressum steht. Letzteres ist zwar rechtlich völlig korrekt, meiner Meinung nach zeigt es aber umso mehr, dass das Ganze vielleicht in eine Art Richtung Kinderarbeit gehen könnte, denn die Eltern sagen ja mit dem Impressum sozusagen, hey, ich bin hier auf dem Kanal die inhaltlich verantwortliche Person. Ich habe mir das Skript zu Babyborn hat Sonnenbrand ausgedacht. Shakespeare dreht sich gerade im Grab um. Und mein Kind ist nur der Schauspieler, der das für mich umsetzt. Und hier wären wir bei meinem Lieblingsthema und der zweiten Frage. Ist Kinderinfluencer sein eine Form der Kinderarbeit? Kinderinfluencerin Emilia Horn sagte 2020 schließlich selbst zum Spiegel: Ich glaube, viele unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Ja, vor allem das Gewerbeaufsichtsamt scheint das zu unterschätzen. Kleiner Spaß. Ja, wir müssen differenzieren und nein, wir reden hier nicht von den schlimmen Arten der Kinderarbeit wie im Bergbau oder in der Textilindustrie. Aber wenn Kinder in Deutschland für einen Film vor der Kamera stehen, gibt es da gewisse rechtliche Richtlinien, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr als 30 Tage im Jahr arbeiten dürfen. Mehr dazu findet ihr auch in meinem anderen Familienblogger-Video. Und während in diesem anderen Video die Kinder ja meist nur die Nebendarsteller im Familienkanal waren, sind ja die Kinder auf diesen Kinderkanal die eindeutigen Protagonisten. Und Geld verdient wird hier auch nicht so knapp, wie ein Teil der Doku über Coco zeigt. Arbeitstermin einer 14-Jährigen am Nachmittag. Die Schülerin darf sich heute Kleidung aussuchen, gratis. In diesem Fall Kleidung zum Verkaufspreis von knapp 1000 Euro, geschätzter Verdienst fünfstellig im Monat. Allerdings, davon bekommt Coco im Moment nur 50 Euro Taschengeld. Fünfstellig im Monat und das ohne Schulabschluss. Deutschland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, nicht umsonst gibt es zahlreiche Videos auf YouTube, die Eltern zeigen, wie sie den größtmöglichsten Profit aus Kinderkanälen schlagen können. How to make money on YouTube with kids channels. Top 4 ways making money with a kids channel. Is it worth starting a kids channel in 2021? How my kids channel got monetized in 9 months? Monetarisierung, das ist ganz grob das Geld, was YouTube pro 1000 Videoaufrufe bezahlt. Und da die Monetarisierung von Kinderchanneln prozentual nicht das gleiche abwirft wie die von Erwachsenenchanneln, wird in diesen Videos zum Beispiel geraten, auf den Kinderchanneln auch immer mal ab und zu Videos unterzubringen, die als für Erwachsene eingestuft werden, weil man ja damit mehr Geld verdient. Videos für Erwachsene sind zum Beispiel daran erkennbar, dass sie im Miniplayer abspielbar sind und dass sie auf einmal Kommentare haben. Weil Kommentare sind bei Videos für Kinder seit einem Pädophilie-Skandal in 2019 auf YouTube verboten. Warum man technisch gesehen auf einem Kanal, der sich hauptsächlich an Kinder richtet, auch Videos, die sich an Erwachsene richten, zwischenschieben kann? Ich weiß es nicht. Ein weiterer lukrativer Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen, sind natürlich Produktplatzierungen und auch die findet man bei fast allen Kinderinfluencern. Warum machen Firmen überhaupt sowas mit Kindern werben? In Deutschland ist es verboten, direkte Kaufaufforderungen an Kinder zu stellen. Also man dürfte in einer Werbung für ein Kinderspielzeug nicht sagen, hey, lauf los und kauf dir das. Und Influencer-Werbung ist hier das Ideal, weil die Influencer müssen das Produkt nur zeigen. Sie müssen jetzt noch nicht mal sagen, hey, kauft euch das auch. Und die Kinder kaufen es sowieso nach, weil sie ihrem Idol nacheifern wollen. Ein junges, berühmtes Mädchen wie Coco ist für die Marke ein Sechser im Lotto. Es ist der direkte kommerzielle Zugriff auf den Schulhof, wo normalerweise offene Werbung nicht möglich ist. Rechtsanwalt Christian Solmecke hat mir übrigens nochmal bestätigt, Kinder dürfen solche Werbekooperationsverträge nicht unterschreiben. Das heißt, diese Werbekooperationen werden immer von den Eltern unterschrieben. Was ich mich an dieser Stelle frage, kann ein Elternteil entscheiden, für welche Firmen, für welche Moral, für welche Werte ein Kind mit seinem Gesicht in einer Werbung dastehen möchte? Das muss wohl jeder für sich selbst wissen. Noch skurriler wird es, wenn Kinderinfluencer Gewinnspiele veranstalten. Ja, jeder weiß, dass Kinder schon nicht ohne weiteres an einem Gewinnspiel teilnehmen dürfen. Umso schwieriger wird es, wenn sie ein Gewinnspiel veranstalten. Denn ein Gewinnspiel hat auch eine rechtliche Verpflichtung für das Kind in sich, nämlich dann den Gewinn auszukehren.
Und das ist verboten, jedenfalls, wenn nicht die Zustimmung der Eltern auch dafür vorliegt. Ob die Eltern zugestimmt haben oder nicht, das wissen wir nicht, denn meistens steht es nirgendwo als Disclaimer im Text und die meisten haben ja auch kein Impressum. Was für mich aber viel kurioser ist, Minderjährige selbst dürfen ja gar nicht oder nur unter bestimmten Umständen mit gewissen Einschränkungen an Gewinnspielen teilnehmen. Deswegen steht in diesen Gewinnspielen noch immer Teilnahme ab 18. Auf dem Kanal einer 13-Jährigen. Alles klar. Manche Kinderkanäle haben übrigens weitere Methoden gefunden, um größtmögliche Gewinne zu erzielen. Johann Lob hat zum Beispiel mit 11 Jahren seinen eigenen Fanshop und Marina von Marina und die Ponys vermarktet einfach auf ihrem Reitkanal die familieneigene Reitbekleidungsmarke. Da merkt man schon, dass hier vermutlich nicht nur ein Kind oder ein Teenager hinter diesem ganzen Konstrukt steckt. So, jetzt habe ich aufgezeigt, wie viel Kinderinfluencer mit diesen Kanälen verdienen können. Wie weit hinter den Kulissen die Eltern profitieren, lässt sich leider nur mutmaßen. Ich habe eine amerikanische Doku gefunden, wo die YouTube-Eltern in Frage stellen, ob ihre Kinder eigentlich überhaupt was von dem Geld ihres Kanals haben sollten, denn schließlich sind die Kinder ja nur die Protagonisten, aber die Eltern kümmern sich ja um die Werbedeals, um das Licht, um die Kamera, um den Schnitt. If the twins earn money, are you obligated to save any of that money or not? Can you just talk about that? Who gets to decide who does the work? My girls are in a picture, they're in a picture and that qualifies as work? I don't know. Who gets to decide those things? To set up, you know, like bring them to the spot for it, talk to the brand to get the deal, negotiate the deal. Wie auch immer es monetär hinter den Kulissen abgeht, mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass ja Bezahlung gar nicht überhaupt das Hauptkriterium für Kinderarbeit ist. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Die Gesetze dazu sind in Deutschland relativ komplex, aber trotzdem überhaupt nicht differenziert genug, meiner Meinung nach. Ich kann mir also kein wirkliches rechtliches Urteil erlauben. Ich kann jetzt nur meine eigene Erfahrung als Vollzeit-YouTuber, mein Arbeitspensum, meinen psychischen Druck mit dem vergleichen, was diese Kinder vermutlich aufwenden. Und ich sag einfach mal so, hätte ich Kinder, ich hätte ein extrem, extrem, extrem ungutes Gefühl bei dem Gedanken. Vor allem aufgrund der psychischen Belastung. Was mich aber zur dritten Frage bringt, ist der psychische Druck für Kinderinfluencer dauerhaft zu hoch? Ist Social Media schlecht für die Psyche? Es gibt einige Studien, die das nahelegen, allerdings nicht genügend, deswegen können wir uns hier kein pauschales Urteil erlauben. Man kann nur beobachten, Indizien sammeln, Fragen stellen. Da wäre einmal der Druck von den Eltern. Simplicissimus hat in ihrem Video zu Mileys Welt sehr schön dargestellt, dass vor allem bei jungen Influencer-Kindern häufig die Eltern die Strippenzieher sind. Was relativ schnell auffällt, ist, dass die Eltern das Setting von jedem Video kontrollieren. Das fängt damit an, dass Miley mit professionellem Equipment gefilmt wird, mit Stativen und Lichtern. Und in so gut wie allen Fällen gibt der Vater oder die Mutter mehr oder weniger deutlich an, was gleich passieren wird, und beide fallen Miley immer wieder ins Wort. Und dass die Videos und Texte auch oft von den Eltern gescriptet erscheinen. Man erkennt an einigen Stellen, wie vorher geübt wurde, was gesagt wird. Hallo Lieben, herzlich willkommen bei Mileys Welt, und meine Welt ist auch eure Welt. In diesem Ausschnitt sieht man besonders gut, wie Miley, nachdem sie redet, immer wieder zu den Eltern blickt. Ganz nach dem Motto, war das so okay? Habe ich das richtig gesagt? Und dieses auswendig gelernte, überschwängliche in die Kamera sprechen ist mir auf sehr vielen Kinderkanälen aufgefallen. Und wenn ihr euch erinnert, in meinem letzten Video sah man ja schon bei Ilias Welt, wie das teilweise hinter den Kulissen abläuft. Super, ich würde nur eine Sache anders machen. Ich würde nur sagen, du hast gesagt, wir müssen ein Fanpaket aufmachen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen. Wir dürfen ein Fanpaket aufmachen. Da die meisten Kinderinfluencer, die ich in diesem Video vorgestellt habe, Social Media schon richtig, richtig lange machen, müssen die Eltern zwangsläufig die treibende Kraft gewesen sein. Kein 10-jähriges Kind kann ein Video konzipieren, abfilmen, belichten, schneiden, hochladen. Und jetzt ist halt die Frage, was macht das mit einem Kind? Ich will nicht bestreiten, dass die Kinder nicht auch teilweise unglaublich viel Spaß daran haben und richtig gute Chancen, verrückte Dinge zu machen bekommen. Aber können sie einfach von heute auf morgen aufhören? Oder würden die Eltern vielleicht enttäuscht sein? Würden die Eltern vielleicht sagen, schade, dass du diese große Chance einfach wegwirfst? Und dann wäre da noch der Druck durch Algorithmen und Likes. Wenn sogar erwachsene Social-Media-Größen leiden, weil ihre Videos nicht mehr so oft geklickt werden, ihre Bilder nicht mehr so viel geliked werden oder sie De-Abos machen, was macht das dann mit Kindern? Kurzfristig oder auch langfristig, wenn der Hype vorbei ist? Ich persönlich sehe die Antwort in Kinderstars der letzten Jahre. Klar gibt es da auch Positivbeispiele, will ich nicht leugnen, aber wir vergessen meines Erachtens eine ganz wichtige Sache.
Kinderstars unserer Generation und älter hatten ein gesetteltes Umfeld. Eltern, die nicht gleichzeitig Arbeitgeber waren. Trubel und Feedback haben sie nur durch die Medien bekommen oder auf der Straße. Aber nicht jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde als Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone. Psychiaterin Dr. Sue Farmer fasst es im US-Fernsehen ganz gut zusammen. Children that are social media stars are contending with all of the social pressures of being children in a digital age combined with being a child star. Child stars are more likely to have anxiety, depression, substance issues later on in life because they're dealing with their sense of self-esteem being linked to public approval, yeah. career success, yeah. right? And the hits and the likes, and there's an intoxication. There's almost like an addiction to it. And they don't have the coping skills to deal with failure and disappointment. Eine der häufigsten erwiesenen Art und Weisen, wie Social Media der mentalen Gesundheit schaden kann, ist die Instant Gratification, auf Deutsch sofortige Belohnung, bei der ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird. Ich lese es kurz vor, damit es korrekt ist. Wenn du eine Social-Media-Benachrichtigung erhältst, liefert dein Gehirn einen Schuss Dopamin an dich aus, der dir ein sehr gutes Gefühl gibt. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr hier so ein Symbol seht. Mit dem Tempo der sozialen Medien kommen diese Dopaminschüsse sehr schnell und sie kommen immer wieder. Und das trainiert dein Gehirn, immer sofortige Belohnung erhalten zu wollen. Im Laufe der Zeit kann aber dann so eine Belohnung mal nicht kommen, wenn eben keine neuen Nachrichten erscheinen, neuen Likes reinkommen. Und das kann einen dann in einen Zustand bringen, bei dem man die sozialen Medien ständig aktualisiert. Und das ist vielen von uns gar nicht bewusst, aber ein sehr treibendes Element darin, dass wir dauernd auf unser Handy schauen und unsere sozialen Medien durchgucken. Und das kann zu Angstgefühlen und Einsamkeit beitragen, im schlimmsten Fall. Und das gilt für Erwachsene, Privatpersonen. Was macht das dann mit Kindern, die auch noch Influencer-Stars sind? Können wir nur mutmaßen, wissen wir nicht. Und wo wir schon beim Druck durch Likes sind, da wäre dann noch das Thema Privatsphäre. Ist es für die Psyche eines Kindes bedenklich, seine Follower in allen Lebenslagen teilhaben zu lassen? Und jetzt nochmal eine Triggerwarnung. Es geht jetzt um Depressionen und ich will nochmal eindeutig sagen, wenn ihr Kinder-Influencer seid, guckt dieses Video nicht alleine an. Die 14-jährige Emilia zeigt sich zum Beispiel weinend, kokettiert in ihren Postings mit oder hat vielleicht sogar depressive Stimmungsschwankungen und redet schon mit 13 darüber, wie sie zwischen Essen, in Klammern dick werden, und dünner werden und sportlich bleiben hin und her gerissen ist. Und ich war auch hin und her gerissen, und zwar, ob ich sowas hier überhaupt zeigen soll. Aber ich möchte auch, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt und dass endlich was gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass Kinder sowas posten im Internet und keiner eingreift. Und wenn es nur für die Aufmerksamkeit ist und wenn es nur ein Witz ist. So, und wo wir uns jetzt alle beruhigt haben, zuletzt wäre da noch die Frage nach der Nacktheit. Und jetzt wird es etwas komisch. Findet mit der Zeit zwangsläufig eine überdurchschnittliche Sexualisierung von Teenagern statt? Lasst mich mit folgendem Fakt beginnen. 2020 gab es eine kleine Studie, die relativ eindeutig zu dem Schluss kam, dass der Instagram-Algorithmus viel nackte Haut, wie zum Beispiel Menschen in Badeanzügen und leichter Kleidung, eindeutig bevorzugt. Nicht nur aufgrund von Likes etc., sondern vermutlich auch aufgrund einer automatischen Bildanalyse, die dafür verwendet wird, zu entscheiden, ob ein Bild im Newsfeed des Nutzers gezeigt wird oder nicht. Der Artikel ist super interessant, da könnte man fast ein eigenes Video drüber zu machen. Ich verlinke euch, wie gesagt, immer alle Quellen in der Infobox. Instagram streitet dies zwar ab und sagt, dass freizügige Bilder bevorzugt werden. Das liegt, wenn dann, am einzelnen Nutzer. Aber wie man es dreht und wendet, auch der Laie erkennt, dass etwas freizügigere Bilder meistens etwas mehr Likes besitzen. Ich merke das bei anderen Instagrammerinnen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich erwiesen und hundertprozentig so ist, aber ich habe mir hier mal einige Fotoposts von Coco Basics genommen. Die sind vom 9. Februar bis 22. März chronologisch geordnet. Zwischendurch gab es noch Instagram Reels, aber die habe ich weggelassen. Und danach habe ich sie mal absteigend nach Likes geordnet. Und es ist schon auffällig, welche Bilder so die meisten Likes haben und welche Bilder die allermeisten Likes haben. Und jetzt frage ich mich, was macht das mit einer 14-Jährigen? Auf der Suche nach sich selbst? Auf der Suche nach Erfolg im Netz? Welches Signal sendet das an sie aus, wie ihre nächsten Bilder bestenfalls aussehen sollen, damit sie viele Likes bekommen? Und welches Signal sendet das an erwachsene Männer aus, die sich das ansehen? Und nein, das ist keine Spekulation. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Kommentarspalten aller Kinder-Accounts etwas frisiert sind, aber vereinzelt findet man immer mal wieder Kommentare von Personen, die eindeutig männlich und älter sind. Erkennbar an zum Beispiel Bart und
Falten. Teilweise kommentieren diese Männer Herz-Emojis, Flammen. Und ich habe teilweise sogar noch skurrilere Kanäle gefunden, die unter diesen Bildern kommentieren. Also sowas wie Seiten, die Soft verbreiten. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre ja mal interessant, so richtig hinter die Kulissen zu blicken. In den Instagram Insights kann man als Person des öffentlichen Lebens sehen, wer einem so folgt. Bei mir sind es zum Beispiel 68% Frauen und 32% Männer in folgenden Altersgruppen. Die Insights von anderen kann man seit dem Cambridge Analytica Skandal leider nicht mehr so einfach auslesen. Die kann man nur kaufen für teuer Geld, dreistellig bis vierstellig. Das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Der amerikanische YouTuber The Dad Challenge Podcast hat's aber gemacht. Das lässt sich nicht eins zu eins auf deutsche Kinderinfluencer übertragen. Disclaimer, vielleicht lässt es sich auch gar nicht übertragen. Vielleicht hat das absolut nichts miteinander zu tun. Ich möchte nicht sagen, dass das dafür gilt. Ich möchte einfach nur mal mit euch reinschauen, was für diese Kinderinfluencer galt. This is Ellie. This is an Ace Family child. Okay, she has 5 million followers. Their male demographic for this little girl, who's 4 years old, is higher than the female demographic. Explain to me, people. Die vierjährige Ellie zum Beispiel hat 5 Millionen Follower und davon sind 57% männlich. Let's move on to LeBrant family's daughter. 5.2 million subscribers. Everly Rose. She's in a bathing suit with bunny ears. This girl is very hypersexualized. Now look at her demographics, everybody. 70% male. Lowest percentage is teenagers. Bei der siebenjährigen Everly Rose sind es gleich 70%. Und ich will jetzt den Männern nicht grundsätzlich was unterstellen, wenn ich gleich noch von irgendwelchen Leuten in irgendwelche Ecken gedrängt werde. Auf keinen Fall. Aber ihr könnt mir doch nicht sagen, dass es nicht komisch ist, wenn Männer über 40, und zwar in dieser Masse, Kindern auf Instagram folgen. Und wenn die dann auch noch Flammen und Herzchen-Emojis kommentieren. Ich weiß nicht, wie man sowas zulassen kann. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Opfershaming. Das hatte ich jetzt schon so oft in meinen Kommentaren. Ja, aber hä, das ist doch nicht das Problem der Kinder-Influencer, wenn sich alte Männer das angucken. Das können die für sich gerne entscheiden, wenn sie 18 sind. Da können sie sich gerne komplett nackt ausziehen. Das ist ihr Ding. Sie tragen die Verantwortung. Aber das sind Kinder. Die wissen nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn sie sich halb nackt auf Instagram zeigen. Die denken sich nichts dabei. Die wissen nicht, was passiert, wenn von ihnen solche Fotos existieren und gleichzeitig ihre bürgerlichen Namen, ihre Adressen und so im Netz zu finden sind. Weil die Konsequenzen ihres Handelns einfach nicht abschätzen können. Aus solchen Gründen dürfen Kinder zum Beispiel auch nicht wählen gehen. Das Schöne ist, in der Vox-Doku wurde Coco selber sogar auf diese Thematik angesprochen. Und hier ist, was sie antwortet. Manchmal Angst, dass irgendwie, ich sag mal, die falschen Leute das gut finden. Denkst du da manchmal dran? Manchmal ist dann doch die Hilfe der Mutter wichtig und notwendig. Mama, kannst du kurz herkommen? Ja. Was soll sie auch dazu sagen? Sie ist ein 14-jähriges Kind. Auf TikTok geht das Ganze übrigens weiter. Hier tanzen minderjährige Kinder Tanztrends nach, die gerade im Hype sind, zu englischen Songs, dessen deutsche Bedeutung sie vermutlich nicht mal verstehen. Yana, I'm a freak. Handcuffs, leashes, switch my wig, make them feel like a G-Tam. I like boarding jets, I like morning sex, but nothing in this world. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. Tonight, all I hear that pussy, yeah, I'm going in tonight. See my hips, big hips, so try. See my butts and my lips, don't try. I don't know if you can tag it. No, you wanna see me naked, naked, naked. Und der meiner Meinung nach schlimmste Trend bisher ist der E-Girl Factory Trend. Eine vielleicht 14- bis 18-Jährige tut so, als würde man sie am Hals greifen und mit Make-up und Accessoires unfreiwillig in ein E-Girl umwandeln. Sie macht dann manchmal noch ein Ahegao-Gesicht und tanzt fast immer einen bestimmten Tanz. Und auch das hat Simplicissimus schön erklärt, was ist überhaupt dieses Ahegao-Gesicht mit Zunge rausstrecken? Ja, das kommt aus der japanischen Pornografie und stellt den Ausdruck sexueller Ekstase dar. Ist das den Kindern und Teenagern, die diesen Trend machen, bewusst? Wahrscheinlich nicht. Und auch auf meiner Lieblingsplattform YouTube gibt es bedenkliche Tendenzen. Wenn ich zum Beispiel in einen cleanen Incognito-Browser gehe und Bikini Haul eintippe, sind die ergänzenden Suchvorschläge unter anderem Bikini Haul Age 15, Bikini Haul Teenager, Bikini Haul Try-On High School, Bikini Haul Kind, Bikini Haul Teenager Try-On, Bikini Haul Age 14. Weil es beliebte Suchen sind. Komischerweise sind auch gerade immer Pool-Videos bei Kinderkanälen oder bei Familienkanälen ganz weit vorne bei den meistgesehenen
meistgesehensten Videos mit Millionen von Aufrufen. Und Eltern können die Insights zu jedem einzelnen Video sehen. Und die sehen, wie viele Männer sich das angucken. Und nochmal, ich will hier nicht jeden Mann schämen. Ich will nicht erwachsene Leute schämen, die das angucken. Vielleicht sind es auch Eltern. Aber es sind mit Sicherheit bei Millionen Views auch ein paar dabei von Menschen, von denen man nicht möchte, dass sie wissen, wie die Kinder nackt aussehen und wo sie wohnen. Follow Me Reports hat 2019 noch etwas Erschreckenderes aufgedeckt. Kinder, die ihre Kanäle augenscheinlich ohne Kontrolle der Eltern führen, werden zum Beispiel in Livestreams unter anderem dazu aufgefordert, sich Duschgel auf die Füße zu schmieren oder besonders schnell zu atmen. Heute, oh ja, und machen es, weil sie es nicht verstehen, was sie da tun. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, das Thema gilt nicht nur für Kinder, die bekannt sind im Internet. Mir wurde zum Beispiel der Instagram-Account eines deutschsprachigen, eindeutig minderjährigen Mädchens zugespielt, das auch nur irgendwie 200 Abonnenten hat, welches den Am-Hals-Pack-Trend von TikTok kopiert, anrüchig tanzt oder sich zu einem Cardi B-Track weißen Schaum ins Gesicht schmiert. Ziemlich wahrscheinlich ohne Absegnung der Eltern. Aber Instagram hat ja in ihren Richtlinien stehen, dass sie ab 13 sind. Also, die sind raus. Klärt eure Kinder, sofern ihr welche habt, bitte auf. Und schaut euch die Geräte, die sie benutzen, an. Schränkt die an den wichtigen Stellen ein. Und jetzt nochmal ein Gedanke zu Kinderinfluencern. Mit Sicherheit kann es diesen Kindern in ihrer Entwicklung richtig viel geben. Und ich will sie jetzt auch nicht grundsätzlich bashen. Mir ging es in diesem Video aber eindeutig um die negativen Aspekte, weil die meiner Meinung nach viel zu wenig hervorgehoben werden. Es kann vermutlich sehr viel Spaß machen. Es kann eine Chance sein, Reisen, Dinge, Aktivitäten zu erleben, zu denen ein normales Kind niemals die Möglichkeiten hätte. Nur zu welchem Preis? Meiner Meinung nach zu einem zu hohen. Und neben Eltern sollten Plattformen mehr in die Verantwortung gezogen werden. Kinder auf solchen Plattformen unter 13 sind meines Erachtens ein absolutes No-Go. Und alles darüber ist dann Auslegungssache. Wenn ihr auf diese Thematik aufmerksam machen wollt, teilt dieses Video gerne. Ich würde mich freuen. Hier sind noch zwei andere Videos von mir zu sehr